Hallo Freunde, ich begrüße euch von meinem Kanal. Ich bin's der Benjamin Bushcraft und heute möchte ich euch einfach mal das Erste-Hilfe-Set aus meinem Daypack vorstellen. Ist eine handelsübliche Tupperdose, nahezu wasserdicht und sehr, also so eine Hartschale, damit auch der Inhalt nicht zerdrückt wird. Legen wir los. Fällt hier schon direkt raus eine Kompresse, so eine Wundkompresse. Ein Teil habe ich übrigens aus einem Kfz, so einer Kfz-Verbandstasche entnommen. Die habe ich als Grundlage benutzt, da hier schon einiges enthalten ist. Und ich habe das dann einfach noch mit ein paar Sachen ergänzt. Wie gesagt, hier die Kompresse ist auch noch steril und eignet sich einfach zur Wundbehandlung, bei Brandwunden zum Beispiel. Dann habe ich hier aufgerollt auf einer alten Visitenkarte, so ein bisschen Gewebeband, kann man auch immer gebrauchen, um beispielsweise ein Pflaster zu verstärken, eine Binde zu fixieren. Genau. In dem Zustand braucht es auch kaum Platz, sehr flach, und das ist mehr als eine halbe Rolle, die ich hier aufgerollt habe, aufgewickelt habe. Dann habe ich hier noch das habe ich auch von einem Kumpel geschenkt bekommen, so ein Survival-Tool drin. Ich weiß jetzt nicht, ob man es wirklich hier gebrauchen kann, aber da ist zum Beispiel auch so eine kleine Klinge dran. Da kann man ein Pflaster zuschneiden oder eine Binde abschneiden. Und ja, braucht auch kaum Platz. Habe ich einfach mal dazu gelegt. Dann 4 Erste-Hilfe-Handschuhe. Klar, Infektionsgefahr bei einer Wunde, wenn sich ein Kumpel, wer auch immer, verletzt hat. Habe ich immer dabei, sind 4 Stück drin. Kriegt man auch im Baumarkt zum Beispiel für 1 €. Dann einige Pflaster, das sind so wasserdichte Pflaster, da habe ich schon einige. Ich glaube, Pflaster kann man nie genug dabei haben und die wiegen auch kaum was, sind also immer dabei. Dann hier ein Dreieckstuch, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, vielseitig einsetzbar, zum Beispiel auch um mal einen Arm zu fixieren, wenn man sich oder zusätzlich, wenn die Binden nicht reichen, um da einfach ein bisschen besseren Verband anlegen zu können. Genau. Dann hier einmal Handdesinfektionsgel, logischerweise, um sich die Hände zu desinfizieren. Genau. Dann hier zweimal so eine klassische Fixierbinde, kann man zum Beispiel auch dann in Kombination mit dem Dreieckstuch nutzen, das als Wundauflage und mit den Binden verbinden. Dann klassische Schmerzmittel, ein paar Ibus, habe ich gestern auch eine genommen, wird dann wieder aufgefüllt. Ja. Dann hier für die schnelle Power oder auch um die Stimmung ein bisschen aufzuheitern, immer ein Stück Traubenzucker dabei. Dann zu guter Letzt, für mich ein sehr wichtiger Punkt, immer eine Rettungsdecke dabei zu haben, mit einer silbernen, goldenen Seite. Dient einfach als Kälteschutz, wenn man, wie gesagt, ruhig liegt, verliert der Körper schnell an Temperatur. Bevor es dann zu einer Unterkühlung kommt, kann man sich die Rettungsdecke überwerfen oder eben der verletzten Person geben. Kann man auch in Kombination mit zum Beispiel einem Teelicht benutzen, dass man dann einfach noch drunter stellt, sich mit der Decke, weil die Decke überstreift und dadurch die Wärme bündelt. So viel zu meinem Erste-Hilfe-Set. Wenn ihr Tipps habt, Anregungen, einfach einen Kommentar hinterlassen, melden. Nur so kann das Set irgendwann perfekt werden. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst, euer Benjamin Bushcraft. Ciao.